Hallo Retri. Lilith öffnete mir die Augen für Inarios Verbrechen. Er hinterging sie, verbannte sie. Er stahl die Macht ihrer Kinder. Er ist der Grund, weshalb wir schwach sind. Der Grund, weshalb wir sterben. Er stürzte uns ins Unglück, weil er uns fürchtete. Wir werden ihm zeigen, dass seine Angst begründet war. Wait. What? Ja, ich weiß doch auch nicht, was sie labert. Also ich weiß es schon. Denn ursprünglich sind die Kinder, die Inarius und Lilith geschaffen haben, die Nephilim. Halb Dämon, halb Engel. Die potenziell mächtiger sind als beide. Und nachdem das, sagen wir mal, ein bisschen für Schwierigkeiten gesorgt hat und Unstimmigkeiten mit den Himmeln und den Höllen, hat man die Menschen ein bisschen genervt. Und ja, jetzt sind sie, was sie sind. Ey. Frechheit. Wollte nach dem Item gucken. Nee, Schadenstyp Feuer. Hier gibt es aber mehr Schaden drauf. Aber gar nicht so viel. Nee, da würde ich tatsächlich mit den Boni auf dem seltenen Stab erstmal weitermachen. Gerade die plus 10% durch Gegner in der Nähe. Ah, aber wir können mal hier leveln. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit, machen wir. Das ergibt total Sinn. Gemeinsam mit unserer Elektropeitsche. Britzel. So. Guck. Da ist aber jetzt so viel nicht passiert. Das ist ein Elite-Gegner da drüben. Das ist tatsächlich ziemlich OP. Das ist ein Schadensschub, der sich echt sehen lassen kann. So. War gefunden. Blocked again. Does Lilith know we're coming? Hab vielleicht die beste Todesmeldung ever gesehen. Diablo 4 Finanzamt tötet bei Sir Jane. Nice. Verdient, würde ich sagen. Wobei, nein. So schlimm finde ich das Finanzamt nicht. Wir machen ja einen guten Job. Also, naja, wobei, ob sie einen guten Job machen, da kann man sich sicherlich drüber streiten, aber sie machen einen wichtigen Job. So, zack. War jetzt nicht so beeindruckend. You've mastered your fear, but I still sense your pain. You miss your daughter. My magpie. She's scared right now. She must be. Go. Or stay. It is time to choose. I trained her well. She's a good kid. Strong. She'll be all right, she... You've chosen well, my child. Das kann man jetzt so und so sehen. We will need to cross a lake at the bottom of these ruins. It requires a ritual. I will teach you. As you wish.
mother. Good. You're ready for lesson one. Blood is the key. What did you see this time? I don't need sparing. Tell me. Lilith plans to teach your mother a ritual. One that needs blood. Your mother seemed receptive. We have to reach them. Ja. Und das werden wir tun. Ob dir gefallen wird, was du siehst, wenn wir sie erreichen, steht auf dem anderen Blatt. Alter Verwalter. Schön. Ich mag den Skill. Der wertet uns auf jeden Fall den Bild ziemlich auf. Weltbester Moment bisher. Level 90 Weltboss gemacht. Mit 75. Bekam eine Kiste, für die man Level 80 braucht. Ja, das ist hervorragend. Aber was machst du auch mit deinem Level, einem Level 90 Weltboss? Selber schuld. Müssen wahrscheinlich gleich einmal hoch. Die Weltbosse können nichts. Ja, das habe ich auch schon gehört. Versuch hier meinen Loot zu vergleichen. Könnt ihr mich dabei bitte nicht stören? Frechheit. Hatte hier nämlich was? Nee, den wollte ich nicht. Wobei da ein leerer Sockel dran ist. Schaden für Basisfertigkeit. Ja, okay, jetzt nehmen wir ihn. Zack. Bomboblitze, Geschick, Feuerball. Ne. Feuer, Intelligenz. Intelligenz drauf, den nehmen wir. Seltener Stab. Kontrollverlusteffekte von verbundbarer Zielüberwältigungsschaden. Ne. Ne, 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 ne. Das ist der Knopf, den ich suche. Ne, das ist der schwächere Ring grundsätzlich. Verwundbare Ziele, Schaden des Typs Blitz. Gegen betäubte Gegner. Der ist schön, der Ring. So, unser Inventar ist gleich voll. Und es mag ja sein, dass die Weltbosse nicht können, Redri. Aber Blizzard hält sich offensichtlich sehr deutlich an die Stufenvoraussetzungen. Nein, ich verstehe total, dass das ärgerlich ist. Wir gehen mal hier lang. Okay. Ja, das muss ich jetzt wirklich nicht mitnehmen hier. Ich wird hier nach mir gehakelt. Frechheit. So. So. Du wolltest auch gepeitscht werden? Ja, das weiß doch, was so eine Succubus braucht. Ah, wir haben uns schön für die falsche Richtung entschieden. Das kann ich offensichtlich gut. Zack. Bin sie der Succubus-Versteher? Ja, ja, ja. Hab meine Hausaufgaben gemacht. So, Britzel. Und noch mehr Britzel. Könntest du jetzt einfach... Danke. Ruhe im Karton. Zack.
Mehr Rüstung, Wille, Schaden, Gesamt. Da ist ein Rang für Kugelblitz drauf. Da ist mir die Rüstung egal. Hier ist ein seltener Fokus. Da werden wir einmal gucken müssen. Das ist am Ende. Ja, das ist am Ende nämlich besser als der hier. Und sogar deutlich. So. Reduktion von erlittenem Schaden über Zeit. Ja, das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Gut. Zumindest noch nicht. Das wird alles noch kommen, dass wir das brauchen. So. Zack. Dann sammeln wir da die beiden statischen knisternden Ladungen ein. Oh, gibt's wieder Dinge zu lesen? Wir müssen erstmal warten, bis hier die Mobwelle abebbt. Wie albern jetzt meine geistlosen Fantasien von gestern erscheinen. Ich glaubte an die Horadrim, doch ich wurde getäuscht. Mit ihnen als unsere Streiter können wir kaum überleben. Doch Lilith wird uns zum Sieg führen. Mein ganzes Leben lang war ich auf der Suche, doch ich war es, die gefunden werden musste. Das kann man jetzt sicherlich so und so sehen. Welche Schule gibt dir Hausaufgaben, die mit Succubus-Dämonen zu tun haben? Was soll ich dazu sagen? Not Skole sed vitae discimus. Oder so ähnlich. Huch. Der ist ganz schön zäh, mein lieber Herr Gesangsverein. Epischer Fokus. Gammelamulett. Weniger Schaden, trotz legendärem Gegenstand. Ole, ole. Könntest du sich eine aktive Hydra haben? Zuppeln wir einfach nur den Effekt raus und dann treten wir das weg. Nee, können jetzt nicht miteinander reden. Aspekt extrahieren. So. Da müssen wir einmal erst Gegenstände verbasteln, bevor wir da die Edelsteine extrahieren können. Wir haben nämlich sonst keinen Inventarplatz dafür. So. Dann gehen wir jetzt einmal rüber und klabustern da die Dingsies raus, die Edelsteine. Die können wir ja noch verwenden, wäre ja schade drum. So. Können wir Dinge aufwerten? Hervorragend. So. Ich habe das Gefühl, Blizzard will eine etwaige Eskalation wie in Diablo 3 verändern. Sie nerven zu starke Builds, anstelle die Schwächeren zu buffen.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das finde ich an sich aber auch gar nicht so doof, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Mechanikfrage. Ist der Fokus eine Waffe? Oder ist er Rüstung? Ist eine Waffe. So. Haben wir noch Slots frei? Nein, alle anderen sind besetzt, könnten höchstens sie durch größere ersetzen. Nicht genug Gold. Oh, das ist natürlich ein Problem. Dann machen wir das nicht und dann gehen wir jetzt eine Runde Gegenstände verkaufen. Das sie zu Handwerksmaterialien zu verarbeiten. So. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen was. Bringen wir jetzt noch die Edelsteine weg. Dann geht er weiter hier. Zack. Nemo an mich selbst. Eventuell müssen wir das mit dem Edelsteine aufwerten, auf später verschieben. Das kostet ganz schön Kohle. Will ich nicht. Geh weg. So. Hier lang, würde ich behaupten. Einfach, es kommen legendäre Eigenschaften ins Spiel, die mehr Fähigkeiten verbessern. Die stärksten Builds sind voll mit Items, die die Fähigkeiten verändern. Die schwächeren Builds haben generische legendäre Affixe. Ja, aber ich denke, das wird passieren. Ich glaube, dass Blizzard diesbezüglich sein Pulver noch lange nicht verschossen hat. Genauso wie ich glaube, dass alle, die jetzt muffelig sind, weil es kein Q-Level gibt angeblich. Wow! Noch nicht verstanden haben, wie das mit einem Service-Game funktioniert. Weil mal ganz ehrlich, sowas wie ein Q-Level, das ist doch das perfekte Ding, um das in den Season Pass mal einzubauen. Oder so eventbasiert zu machen. Dass es dann eventuell auch nicht permanent verfügbar ist. Ganz eindeutig was, wo du wunderbar die Leute nochmal mit ins Spiel ziehen kannst, wenn du sagst, und jetzt gibt es zeitlich begrenzt, keine Ahnung, zu Weihnachten oder you name it, für 3 Wochen Q-Level oder so. Ja, eine Q-Level-Saison oder was weiß ich denn nicht, ne? Also, das, ich finde das nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Und genau sowas würde ich mir die Seasons aufheben. Und nicht einfach so random ins Spiel einbauen. This barrier. It looks like the same kind of magic as before. Ja, hast du recht. Dämonennahen, wir müssen hier durch. I think I can dispel it. Na dann mach mal los. Während ich hier ein paar Dämonen kloppe. Oh, den habe ich schön daneben geschossen. So. Oh.
Okay, dann drücken wir jetzt mal den Knopf. Und dann schießen wir uns hier mal frei. Hervorragend. So. Das lief doch gut. Fuck Lilith. Sovina. Garbage Explanation. Was ist Chemie? Bei der Chemie handelt es sich um eine spezielle Wissenschaft, die sich mit der Wechselwirkung zwischen zwei unterschiedlichen Dingen befasst, die miteinander in irgendeiner Form eine Wechselbeziehung eingehen. Sehr prominent findet die Chemie Einsatz im tatsächlich im Dating-Sektor. Tinder und Co., wie sie alle heißen, arbeiten ganz viel mit Chemie, nämlich mit der Chemie zwischen zwei Personen. Da geht es darum, die richtigen Komponenten zusammenzubringen, um die passende Reaktion zu erzeugen, die je nachdem, was denn dann das Ziel der chemischen Reaktion sein soll, irgendwas zwischen einer langen, dauerhaften Bindung und einer kurzen, heftig exothermen, also energieabgebenden Reaktion sein kann. Chemiker sitzen deswegen auch in allen Partnerbörsen, die was auf sich halten. Gibt es aber zum Beispiel auch im britischen Königshaus, ne, weil es auch da gilt für die Kinder der Königsfamilie, die passenden Partner auszuwählen, um das passende Ergebnis zu erreichen. Das ist also Chemie. Dankeschön. Bitteschön. So. Was ist eigentlich das hier? Sind irgendwie so eingehüllte Steine oder sowas, oder? Geisthaftes Waben um die Ruinen. Das klagende Ufer. Da drüben müssen wir hin. Obsidian vielleicht? Never enough blood. Unheim. I will follow you to the ends of Sanctuary, Mother. Ah, hier haben sie nochmal so einen Heilbrunnen hingestellt. Na dann. Hast du da eventuell ist dir die Kreide ausgegangen? Geht voraus, ich halte euch den Rücken frei. Haha, das sagen alle mutigen Leute. Mother? Nerell? You're just in time. Beyond this lake lies the necropolis of the firstborn. A trove of magic and knowledge. I opened the way for Lilith. But I could not pass through with her. I lack divine element, you see. Stop. But I can find it. I'm so close. I simply need... Mother, stop!
Look at what Lilith has done to you. You're writing in your own blood. My little magpie. She awakened me. She showed me things I can't even put into words. Once I've finished, you will understand. I don't care what she showed you. Please, let's just get out of here. Oh, I see. Yes, clever magpie. Trying to lead me away so you can take all this for yourself. This is my discovery, not yours. I will finish these runes with your blood! Oh. You must stop this! Look at the gift she's given me! Ich muss kurz mal weg, weil Kind, das ist jetzt natürlich ein dusseliger Zeitpunkt. Den werde ich gleich nochmal kämpfen müssen. Ich stelle hier mal auf Pause und bin gleich wieder da. So, wir werden jetzt noch einmal diesen Kampf hier versuchen und dann werde ich für heute auch Feierabend machen. Das ist ja auch spät genug. So, immun. Okay, da nicht drin stehen. Okay, das ist Nummer 1. So, uiuiui. So, soweit so gut. Da können wir noch nichts machen. Autschen. Oh. Oh, sind vielleicht ein paar mehr jetzt. Ganz minimal. Gut, aber bisher noch alles schick. Leute, ein bisschen mit der Peitsche hauen. Hervorragend. Uah. Einmal hier den Dings abholen. Kannst du bitte da bleiben, wenn du mich schon haust? Frechheit. So. Haben wir. Immer noch nicht. Okay. Und dann jetzt einmal. Upsa, da nicht hin. Noch eine Aufladung. Drei, vier, fünf. Okay. So, soweit so gut. Gut, liegt. Liegt auch. Haben wir. So weit, so gut.
Danke schon, Redri. Das tut mir leid, klingt hier irgendwie nicht so richtig passend. Oh, das tut mir jetzt aber leid. You were protecting me. I don't want to hate you. I'm trying. I really am. We're going to make Lilith pay for what she's done. So we need blessed blood. Go back to your brother. Get that blessing. Beg if you need to. Whatever it takes. My mother started this damn ritual. I'm going to finish it. Meet me in the Mistral Woods. Why there? The Horadrim hid a vault there. Finding it was her life's work. So much for that. Maybe it will help with the ritual. If not, at least I can bury her where she'd want. I need time. I'm sorry. Just leave me. Scheint total der Ort zu sein, wo ich dich jetzt alleine lassen sollte. Aber, well, wenn das dein Wunsch ist. Der ist schlechter als unserer. Interessant, die Quest spaltet sich auf.